noch ein Tag drüber stehen, und zwar youtube.com/derteddybayer. Und hier steht zum Beispiel bei mir Change Online Name Tag. Das Ganze können wir jetzt so an sich machen. Einen flauschigen guten Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. In dem heutigen Video geht es um den zweiten oder auch dritten Tag, den man über seinen Namen tragen kann. Ich rede hier natürlich von LabbyMod. Ohne LabbyMod geht das Ganze nicht. Ich habe hier zum Beispiel über meinen Namen schreiben, oh, Zocki Gaming ist gerade online gegangen. Der wird auch schon eine Rolle in den Videospielen. Ich habe jetzt über meinen Namen, der Teddy Bayer, noch ein Tag drüber stehen, und zwar youtube.com/derteddybayer. Das kann jetzt jeder sehen, der hier die Cosmetics Mod, also ein Labby Mod Add-on, installiert hat. Und der Zocki Gaming, der hat inwiefern auch mit, ja, jetzt ist er weg, der hat inwiefern auch was mit der Cosmetics Mod zu tun. Denn es gibt ja hier immer zum Beispiel, ich habe jetzt so einen LabbyMod Wolf vor meinem Namen. Die Leute von der Cosmetics Mod haben da ein eigenes Zeichen, kann ich euch auch gleich nochmal zeigen. Der Zocki Gaming hat das jetzt zum Beispiel. Aber in dem Video geht es, wie man jetzt diesen Tag da oben bekommt. Es gibt aber noch eine zweite Variante, wie du zwei Tags bekommst. Also, dass ich über dem youtube.com/derteddybayer oder was ihr da reinklatschen wollt, noch was drüber machen wollt. Das würde ich sagen, zeige ich euch jetzt. Und zwar werden wir jetzt einmal hier die Szene wechseln. Ich werde euch diese Seite in der Beschreibung verlinken. Das ist cosmeticsmod.de/DL für Download. Wenn ihr auf die Seite geht, hier ist nichts, aber wenn ihr zum Beispiel drauf geht, dann tut hier jemand oder die Seite versuchen, euch etwas zu downloaden. Da müsst ihr behalten drücken. Ich drücke jetzt auf verwerfen, weil ich die Mod schon gedownloadet habe. Wenn ihr das runtergeladen habt, heißt die Java-Datei Cosmetics Mod. Das Ganze können wir dann auch schließen. Das brauchen wir dann erstmal nicht mehr. Nun können wir mal wieder in Minecraft switchen, denn wenn wir das Ganze jetzt in den folgenden Ordner unten hier mal eingeblendet unten reingepackt haben mit Windows-Taste und R, öffnet sich unten ein Feld, da müsst ihr %UpData% eingeben in den Punkt Minecraft Ordner und der Rest steht ja hier unten eingeblendet. Dort fügt ihr die Java-Datei ein. Macht einen Doppelklick drauf und dann müsst ihr zweimal was akzeptieren und dann ist das Ganze schon fertig. Dann geht ihr in Minecraft, Multiplayer, Einzelspieler, komplett egal. Und dann seid ihr auch mit dieser Mod drinne. Mit dieser Mod lässt sich da nicht nur diese Tags hinzufügen, sondern auch viele andere, wie zum Beispiel meine Wings. Die habe ich hier von der Mod. Dann können wir uns hier noch, ja, Flügel und diese Flügel. Alles, was es hier rein von Labby Mod gibt, halt, ja, an unseren Charakter dran machen. Das sehen aber nur wir. Mein Cape sehen zum Beispiel alle, weil ich das auf der offiziellen Labby Mod Seite gekauft habe. Aber Cosmetics Mod ist mit Labby Mod, glaube ich, auch gepartnert. Von daher geht das auf jeden Fall in Ordnung. Das ist jetzt nichts Illegales oder sonst was. Jetzt, wenn wir das installiert haben, können wir auf Optionen, Labby Mod Einstellungen und gehen hier ganz oben auf Cosmetics Mod Settings, hier auf diesen, ja, auf das Zahnrad. Und hier steht zum Beispiel bei mir Change Online Name Tag. Das Ganze können wir jetzt so an sich machen, wenn wir das Ganze gekauft haben. Aber damit wir das gekauft oder kaufen müssen, das Ganze kostet 5 Euro und das müssen wir im offiziellen Cosmetics Mod Shop machen. Store.cosmetics.mod, auch in der Beschreibung verlinkt. Hier seht ihr zum Beispiel die letzten Käufer, da bin ich heute dabei. Der Teddybär hat einmal Nametag Lifetime gekauft, wenn ihr hier seid. Hier seht ihr zum Beispiel die Downloadzahlen. Cosmetics Mod zeigt bis jetzt nur Nametags. Ihr könnt auf diesen ganz normalen gehen, reicht jetzt mal, kostet normal 5 Euro, ist für immer. Und diesen Doppel-Nametag, wenn ihr noch mehr darüber sehen wollt, braucht ihr halt 10 Euro.
Ihr klickt dann halt auf jetzt kaufen. Hier müsst ihr euren Minecraft-Namen eingeben. Guckt, ob der richtig ist, denn auf diesen Namen, was da drinne steht, wird es in Minecraft übertragen. Dann geht ihr hier auf hinzufügen, dann müsst ihr hier eure E-Mail angeben und hier haken und dann bezahlt ihr mit PayPal sofort, Überweisung, PaySafeCard, sonst was, was ihr habt. Wenn das Ganze gekauft ist, nicht in Panik verfallen, dass nichts funktioniert. Im Minecraft-Chat wird dann stehen, dein Nametag wurde jetzt aktiviert, bla bla bla. Dazu switchen wir einfach mal die Szene wieder. Und dann können wir hier, wenn wir einmal das Spiel neu starten, Change Online Nametag machen. Wenn wir dort jetzt draufklicken, steht da, dein Browser sollte sich nun öffnen. Das hat das zumindest bei mir getan, sollte bei euch auch tun. Und dann kommen wir hier auf dieses User-Panel von Cosmetics Mod, das nur wir für unseren Accounting können. Hier können wir eingeben, was wir sehen wollen. Hier habe ich zum Beispiel und 5, das ist der Farbcode für Lila eingetragen. Ihr seht das auch in der Labby-Mod, zum Beispiel hier kann ich einmal kurz switchen. Ihr müsst dann auch wieder neu auf den Server joinen. Wenn ihr jetzt T drückt, habt ihr hier unten zum Beispiel Chat-Filter, nicht Chat-Symbole. Hier habt ihr die ganzen Farbcodes, die ihr nutzen könnt. Zum Beispiel hellgrün ist A, seht ihr hier auch. Oder auch, ja, die ganzen Farbcodes. Codes 9, dann müsst ihr halt und dann den Buchstaben oder die Zahl eingeben, oder ihr wollt was fett haben, wie zum Beispiel man macht da mit L oder etwas unterstrichen, das könnt ihr alles machen. Zudem könnt ihr ebenfalls noch etwas Cooles machen, und zwar muss ich kurz mal hier wieder die Szene für euch wechseln, damit ihr was seht. Ihr könnt hier zudem die Größe auswählen, umso mehr Text ihr habt, umso kleiner solltet ihr das machen. Wenn ihr ja zum Beispiel Durchschnittstext wie ich habt, solltet ihr 2 klein machen. 5 sehr groß, also 2 ist bei mir jetzt schon groß. Ja, im Verhältnis groß zu meinem Namen. Aber 5 ist sehr, sehr groß. Nametag könnt ihr deaktivieren und aktivieren. Und wenn ihr hier zum ersten Mal etwas eingibt und dann absenden klickt, dann könnt ihr erstmal ein bisschen warten, bei mir jetzt ein paar Minuten gedauert und dann wurde mein Nametag freigeschaltet. Ihr könnt das 11-mal oder 10-mal danach ändern, danach müsst ihr ein Update kaufen für 5 Euro und dann könnt ihr es beliebig ändern. Ihr könnt hier zum Beispiel Gestaltung der Farbcodes machen, dort seht ihr hier das Ganze noch einmal, das könnt ihr hier einfach alles verwenden, Nametag Größentabelle, die Nametag-Bedingungen oder Nametag-Changes. So, wenn ihr absenden geklickt habt und das überprüft wurde und ihr im Minecraft seid, wird das automatisch über euren Namen gesetzt. Ihr braucht dann nicht das Spiel neu starten, ist bei mir auch so gewesen. Gut, und wenn ihr dann im Minecraft seid und den Nametag habt, könnt ihr den halt beliebig ändern. Hier haben wir zum Beispiel gerade Titus, der Labby-Mod-Admin. Grüße gehen raus, falls du das siehst. I don't know. Aber somit habt ihr dann auch, ja, das hier. Oh, da ist wahrscheinlich ein Zuschauer. Ey. Da habt ihr halt dann diesen Tag hier oben freigeschaltet oder halt einen Double Tag. Da werdet ihr dann 2 Zeilen im User Panel haben zum Editieren und da könnt ihr sonst was reinschreiben. Aber es soll natürlich angemessen sein. Ihr könnt da zum Beispiel euch auch euren YouTube oder sonst was reinschreiben. Das wird kurz überprüft von einem Mitarbeiter. Wahrscheinlich gehe ich mal davon aus. Und dann habt ihr das Ganze. Und damit wären wir auch am Ende dieses Tutorials. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Abonnieren, Glocke aktivieren. Jeden zweiten Tag auf meinem Kanal gibt es ein brandneues Video. Dann würde ich sagen, sehen wir uns übermorgen um 15 Uhr zu einem neuen Video. Haut rein und ciao, Leute.